Jo, servus Leute. Wie ihr seht, fängt es gerade ein bisschen an zu tröpfeln hier. Der Himmel sieht nicht ganz so gut aus. Ich habe mir so ein flauschiges Plätzchen am Waldrand gesucht. Ah, seht es euch nochmal an. Von außen. Das hübsche Ding. Ja, ein bisschen dreckig ist er. Naja, und bevor wir ganz nass werden, werde ich mich jetzt mal so langsam Richtung Heimat begeben. Ich hab's ja nicht weit. Mir war das eher ein bisschen zu heiß bei dem Wetter und so weiter. Deswegen nehmen wir noch mal einen entspannten Vlog auf unsere Heimreise. So, sieht eigentlich frei aus, würde ich mal sagen, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht versuche ich dann nochmal irgendwie die Kupplung einzustellen, wenn ich wieder in der Garage bin. Das Thema wurmt mich immer noch, lässt mich einfach nicht los. Ich weiß auch nicht. Kann doch nicht so schwer sein, die scheiß Kupplung ordentlich einzustellen. Ja, jetzt fängt es gerade ein bisschen mehr an zu tröppeln. Ich hoffe mal, der Winkel der Kamera stimmt so einigermaßen. Wie gesagt, ist ja der erste Vlog mit dem Helm hier, beziehungsweise der zweite. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob alles stimmt von der Einstellung her und vom Ton. Seitdem ich die Hero 7 habe, habe ich immer nur mit den anderen Helmen gefilmt. Noch nicht mit dem hier. Deswegen fangen wir da wieder so ein bisschen bei Null an. Ja, mir fällt mal auf, irgendwie, wenn ich mit der Shopper fahre, fängt es immer an zu regnen. Das war letztes Mal schon so, dann ist jetzt wieder. Irgendwie scheint der Wettergott die Kleine hier nicht zu mögen. Ist auch wieder ganz schön kalt geworden auf einmal. Uiuiui. Gut, dass ich das Hemd noch drüber habe. Wird mir jetzt ein bisschen kalte Luft ferngehalten von mir. So, mal gucken, ob wir Maggie, das Schaf, sehen heute. Aber ich glaube es ja nicht, weil das schon wieder alles ziemlich dicht bewachsen ist hier. Man nicht mehr so den freien Blick hat auf den Hang, wo es immer lebt. Ich glaube, da oben sitzt es. Ja, da oben sitzt dieses komische Rollknöll da oben. Haben wir es doch gesehen, siehst du? Also es lebt noch. Es ist noch da. Ja, ich wollte natürlich ein paar Bilder machen mit der Kamera. Und hat nicht funktioniert, weil die Batterien leer waren. Ist noch ein etwas älteres Modell, wo man noch ab und zu mal eine Batterie reinmachen muss. Ich habe dann noch keine Akkus dazu oder so, einfach nur Batterien ganz normal. Und ja, man hat dann einfach mal gedacht, ich gehe heute mal aus, ich habe heute keinen Bock. Und ich schreibe einfach mal auf dem Display, Akku stand niedrig oder erschöpft, irgend sowas stand da. Hat mir also gedacht, Dankeschön. Hab vorhin zu Hause noch geguckt. Da war die Batterieanzeige noch voll. Hat keinen Strich gefehlt, nichts. Kaum stellt man sie auf, will loslegen, ab geht sie aus. Akku leer. Ich meine, die lag jetzt länger im Schrank. Kann schon sein, dass er erschöpft war, aber hätte sie ja wenigstens anzeigen können, die dumme Sau. Ihr seht, der Himmel sieht da vor uns nicht so gut aus. Hoffentlich kommen wir nicht noch in einen richtig dicken Schauer, der uns von der Straße spült. Denn was ist denn das hier nur? Gibt's das?
Ja, eigentlich wollte ich noch ein paar Aufnahmen machen mit der GoPro. Aber ich glaube, das verlege ich auf ein anderes Mal. Es rennt ja nicht weg. Ich habe mal noch ein paar Videos vorproduziert für YouTube, für euch, meine Community. Also ihr müsst auf jeden Fall nicht auf Videos von mir verzichten. Ich hoffe mal, dass die Kamera nicht zu hoch eingestellt ist. Könnte auch sein, weil die sieht irgendwie ziemlich hoch aus. Sonst sitze ich ja sportlich. Was ist das denn? Oh Gottes Willen! Heilige! Was ist das denn? Die UFOs sind gelandet. Das ist, glaube ich, so eine Art Fahrrad oder irgendwas mit Elektroantrieb, ich weiß es nicht. Ich habe so Dinger schon mit Solarplatten gesehen, das ist dann irgendwie elektrisch gefahren, aber ich glaube, das war ein Fahrrad. Ich habe das auch gar nicht mitgekriegt, weil es so klein und flach ist. Ich habe gedacht, ich habe gerade Hallos. Fährt da vorne noch so ein Ding? Ich glaube, da fährt noch sowas. Weiß nicht, ob ihr es schon seht. Ich sehe es auf jeden Fall. Hat ja ein Rücklicht hinten dran. Guckt es euch an. Was soll das hier? Das Ding war sogar ganz zu mit Dach. Also ich finde sowas kreuzgefährlich. Ich sehe es fast überhaupt nicht. So klein und schmal und flach. Das kann man ganz leicht übersehen. Aber ihr macht das schon, ne? Hauptsache Motorräder verbieten wollen. Ja, ich fahre jetzt auch nicht schneller wie erlaubt. Also Strich 80 in der 80er Zone. Nicht, dass einer sagt, ich heiz hier lang und sehe es deswegen nicht. Geht ja gar nicht mit 125 Kubik. Ja, jetzt würde eigentlich nur noch fehlen, dass der Tank leer ist und ich schieben muss. Ja, fast 220 runter mit dem Tank. Früher bin ich gar nicht so weit gekommen. Da habe ich es immer richtig schön ausgedreht. Im vierten Gang. Meist hatte ich gar nicht den fünften gesehen. Da war dann bei 200 schon Schluss. Aber so fahre ich ja schon lange nicht mehr. Seitdem sie offen ist, fahre ich sie eigentlich ganz normal, drehe sie nicht mehr so hoch, wenn ich nicht muss. Ja, und ich denke, vom Ton her wird es nicht so gut sein. Ich sage, ich habe kein Windfell um das Mikrofon, sondern nur einen zerschnittenen Schwamm. Ich wollte das mal ausprobieren, weil das auch viele machen von den Vloggern. Aber ich glaube, für meine Ansprüche ist das dann nicht so gut. Da muss schon mehr her. Naja, jetzt wird es richtig dunkel. Ich will nicht nass werden. Und ich höre schon den ersten Tropfen. Nein! Ich will nicht. Warum eigentlich immer ich? Ja, ein bisschen Sound muss trotzdem sein, ob es nun regnet oder nicht. Oh je. Ja, das Wetter weiß auch noch nicht so richtig, was es will. Mal scheint die Sonne, mal stürmt's, mal regnet's. Ja, an der Stelle danke fürs Zusehen. Trotzdem, auch wenn wir unser Ziel heute verfehlt haben, ein paar schöne Fotos und Videos zu machen mit der Digitalkamera. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem das nächste Mal wieder ein. Vielleicht haben wir dann mehr Glück, besseres Wetter.
und dann bin ich an der Stelle raus. Tschüss.